Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie zur Abwechslung nicht zum Morgenvideo begrüßen, sondern zu einem Abendwebinar. Vermögensstrukturierung, zeitlose Vorgehensweise und aktuelle Themen. Wir werden zunächst mal verschiedene Aspekte beleuchten, die wirklich zeitlos sind, von der Vermögensbilanz über die Strukturanalyse, welche Kennzahlen sind zu berücksichtigen. Diese Punkte werden wir uns anschauen, aber wir werden auch auf aktuelle Fragestellungen eingehen, wie beispielsweise den sogenannten ELTIF, den European Long Term Investment Fund, also ein Vehikel, mit dem es europäischen Anlegern möglich sein soll, über ein reguliertes Instrument in Sachwerte wie Unternehmensbeteiligung, Immobilien und Ähnliches zu investieren. Und anhand dieser Anlagen werden wir uns auch anschauen, wie insgesamt Renditen und Risiken verschiedener Vermögensklassen betrachtet werden können. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Nutzen Sie gerne die Funktion, die die Software Ihnen bietet. Die Fragen werden wir natürlich beantworten. Zudem wird die Veranstaltung aufgezeichnet und Ihnen wie gewohnt im Nachgang auf Cashkurs zur Verfügung stehen. So, wir sind, soweit ich es sehe, live. Die Technik scheint auch zu funktionieren, zumindest hier im Chat, respektive bei den Fragen sehe ich Stand jetzt keine Anregung und Ergänzung, sodass wir direkt in das Thema hineinspringen können. Ich peile mal einen Zeitraum von vielleicht 35, 40 Minuten an und der Rest ist davon abhängig, wie die Fragen so reinkommen. Also, wir schauen zunächst auf die Agenda, Vermögensbilanz mehr als eine Auflistung. Diese Vermögensbilanz ist wiederum die Basis, um verschiedene Strukturanalysen anzustellen. Also Rendite, Risiko, Verfügbarkeit, Geldwert, Sachwert, das sind elementare Aspekte, die dann auch wieder wichtig sind, um viele weitere Fragestellungen zu beantworten. Anlagestrategie. Das Thema hatten wir in verschiedenen Webinaren auf Cashkurs schon behandelt. Deswegen nur noch mal ein kurzer Reminder zu diesen Punkten. Dann Erfolgsmessung, aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Aspekt. Woran mache ich eigentlich fest, ob meine Anlagestrategie erfolgreich ist? Es gibt absolute Ziele, es gibt relative Ziele, es gibt Betrachtungen auf der Vermögensebene, es gibt Betrachtungen innerhalb einzelner Vermögensklassen und das wollen wir uns heute mal anschauen, damit Sie gewisse Ideen mitnehmen können. Dann Private Equity und Infrastruktur, das besprochene Thema der Sachwerte, was Sie in den nächsten Wochen und Monaten sehr, sehr stark wahrnehmen werden. Zum einen im Marketing der Banken und Vermögensverwalter, zum anderen auch natürlich in den Medien, die dieses Thema aufnehmen werden. Und natürlich zwischendrin, respektive zum Abschluss natürlich noch die Fragen, die Sie stellen können. Die Vermögensbilanz mehr als eine Auflistung und wir schauen uns zunächst mal an, wann wird eigentlich Bilanz gezogen im typischen Leben eines Anlegers? Und wenn Sie schon mal einen Kredit aufgenommen haben, zum Beispiel für eine Immobilie, dann werden Sie es kennen. Die Bank erwartet von Ihnen eine Selbstauskunft. Man möchte wissen, welche Vermögenswerte sind vorhanden? Was ist auf Konten? Wie sieht das Guthaben bei Bausparverträgen aus? Welche Rückkaufswerte liegen in Lebensversicherung? Und gibt es vielleicht auch Schulden aus anderen Finanzierungen, Konsumentenkrediten und Ähnlichem? Also da nimmt man durchaus die Gelegenheit wahr und zieht eine Bilanz, weil nichts anderes ist eine Selbstauskunft, nämlich die Auflistung von Vermögen und Verbindlichkeiten. Dann, wo Sie auch noch häufig Vermögenswerte und Schulden angeben. Das ist bei Depoteröffnungen oder auch beim Erwerb von Wertpapieren. Die Banken und Finanzdienstleister sind von der Aufsicht dazu auferlegt, gewisse Abfragen vorzunehmen, um Geeignetheitsprüfungen vorzunehmen. Auch das am Ende des Tages nichts anderes als die Auflistung von Vermögen und Verbindlichkeiten, woraus man dann schauen wird, ob Sie als Anleger eine gewisse Risikotragfähigkeit mitbringen, um diverse Wertpapieranlagen tätigen zu dürfen. So zumindest die regulatorische Perspektive. Wann werden Sie noch Bilanz ziehen? Ja, bei einer Scheidung. Wenn Sie heiraten, dann wird das sogenannte Anfangsvermögen festgestellt. Wenn Sie sich scheiden lassen, dann wird das sogenannte Endvermögen festgestellt. Und auch hier sind die Ehepartner gezwungen, eine Vermögensbilanz zu erstellen, weil nämlich über den Vergleich von Anfangs- und Endvermögen plus gewisser Zurechnung wird auch der sogenannte Zugewinnausgleich berechnet, der
im Falle der Scheidung natürlich durchaus relevant ist, aber auch im Rahmen der Nachfolgeplanung oder bei Todesfällen durchaus eine gewisse Relevanz hat, weil dieser Zugewinnausgleich zum Beispiel Erbschafts- und Schenkung steuerlich frei ist. Dann im Todesfall, ja, auch da wird ein Vermögensverzeichnis erstellt. Welche Vermögenswerte hat dann die verstorbene Person? Welche Verbindlichkeiten sind da? Also ein Nachlassverzeichnis, ja auch nichts anderes als eine Vermögensbilanz. Also Sie sehen schon, es gibt verschiedene Punkte in Ihrem Leben, bei denen Sie Ihre Vermögenswerte auflisten. Aber Sie sehen es auch schon hier dargestellt, das erfolgt nie in einer Form, dass es für Sie in der operativen Entscheidungsfindung einen Mehrwert bietet. Sie tun es für die Bank, Sie tun das für die Scheidung, man tut es vielleicht auch für Ihren Todesfall oder Sie tun das für Verwandte, die verstorben sind. Aber das Wesentliche ist natürlich, diese Abfragen sind mal online, die sind auf den Vordrucken der Bank, aber sind in keiner Form weiter zu verarbeiten. Und das ist natürlich an dieser Stelle nachteilig, weil Sie können nicht weiter arbeiten. Deswegen an dieser Stelle die große Werbung dafür, ziehen Sie Bilanz, ob Sie ein professionelles Programm nutzen. Ich habe dann ein paar Screenshots dabei, ob Sie sich in Excel etwas basteln. Am Ende des Tages wichtig ist, dass man es tut. Hier mal beispielhaft eine Vermögensbilanz mitgebracht. Die Gliederung ist oft relativ ähnlich. Man fängt oben an bei den eher illiquiden Sachwerten, Immobilien beispielsweise, meistens getrennt nach Eigengenutz. Das ist ja eher Konsum und weniger Vermögensanlage. Dann die vermieteten Immobilien, dann die Kapitallebensversicherung, oft gegliedert nach der steuerlichen Einordnung, also private Versicherungen oder betriebliche Altersversorgung als Beispiel. Dann Geld- und Wertpapiere über die Konten, die verschiedenen Depots oder nach Wertpapieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Vermögensbilanz zu clustern. Und auf der anderen Seite der Passiva, da sehen Sie eben die Mittelherkunft. Wir sehen, es gibt noch ein paar Kredite, aber alles in allem bei 180.000 Euro Verbindlichkeiten und 2,15 Millionen Euro Bilanzsumme sehen wir ein Nettovermögen von 1,97 Millionen Euro. Also das soweit die Vorgehensweise. Wichtig ist natürlich an dieser Stelle, diese Werte werden zwar zusammen erfasst, aber sie können wirtschaftlich durchaus leicht unterschiedliche Sachverhalte bedeuten. Also nehmen wir uns beispielsweise unser Wertpapierdepot hier vor. Wir unterstellen mal die Summe 1 Million Euro und wir unterstellen, dass wir an alles Aktien, die vor dem 01.01.2009 erworben wurden. Dann wissen Sie, die Abgeltungssteuer wurde zum 01.01.2009 eingeführt. Aktien, die vor diesem Zeitpunkt erworben worden sind, die können immer noch steuerfrei veräußert werden. Das heißt, 1 Million Euro Aktienvermögen würde auch 1 Million auf dem Konto entsprechen. Vielleicht ist es aber so, dass diese 1 Million Euro Depots entsprechen Rentenfonds oder Anleihen. Vielleicht sind diese Anleihen dementsprechend auch im Kurs gestiegen über die letzten 10 Jahre und sind langlaufende Anleihen. Dann würden hier natürlich noch latente Steuerverbindlichkeiten drinstecken. Nehmen wir die Abgeltungssteuer von 25% und da stellen wir, hier wurden 800.000 Euro angelegt. Die sind angewachsen auf 1 Million. Das Delta zwischen 800.000 Anlage, sogenannten Anschaffungskosten und dem Veräußerungserlös sind 200.000 Euro. Auf 200.000 Euro den Abgeltungssteuersatz angesetzt von, vereinfacht gesprochen, 25%. Dann landen 50.000 Euro beim Finanzamt. Und da sehen Sie schon, wenn Sie das mal durchdeklinieren, dann können unterschiedliche Sachverhalte dazu führen, dass durch latente Steuern oder auch beispielsweise Spekulationsfristen hier unterschiedliche Wertansätze zu berücksichtigen sind. Nehmen wir das Thema Immobilien. Stellen wir uns vor, diese Immobilie, die wäre im Jahr 2012 angeschafft worden. Spekulationsfrist von 10 Jahren und einem Tag ist abgelaufen. Also man kann steuerfrei veräußern. Stellen Sie sich im anderen Fall vor, die Immobilie wäre erst vor 5 Jahren erworben worden. Sie könnten nicht steuerfrei verkaufen, weil die Differenz zwischen den fortgeführten Anschaffungskosten, also Anschaffungskosten abzüglich Abschreibung und dem Veräußerungserlös, die wäre zu versteuern. Also Sie merken schon, die Bilanz auf den ersten Blick, erstmal die Auflistung der Vermögenswerte. Im zweiten Schritt geht es aber natürlich durchaus darum, auch qualitativ zu differenzieren. Welche Unterschiede sind dort? Wo sind latente Steuern? Welche Themen haben wir da? Habe ich vielleicht auch Vermögenswerte geerbt,
dann sind sie als Erbe oder als Beschenkter in die Fußstapfen desjenigen getreten, der ihnen die Wertpapiere, die Immobilie vererbt oder verschenkt hat. Das heißt, sie führen auch dessen Anschaffungskosten fort. Also auch das gilt es hier zu berücksichtigen. Deswegen eine Bilanz auf den ersten Blick relativ simpel, aber der Teufel steckt oft im Detail, auch dann meistens auch im steuerlichen Aspekt, wo häufig gerade bei Ehepaaren zwischen Eheleuten während der Ehe Vermögensverschiebungen stattfinden, die steuertechnisch als Schenkung gelten. Dann sagt man ja, wer steht im Grundbuch? Ja, der Ehepartner steht im Grundbuch. Okay, eigentumsrechtlich richtig. Aber die Frage ist, wer hat denn die Immobilie angeschafft? Mit welchem Geld? Naja, eigentlich mit dem Geld des anderen Ehepartners. Na gut, dann war es eigentlich eine Schenkung. Solche Themen werden oft nicht genau hinterfragt. Deswegen die Erstellung der Vermögensbilanz. Meistens dann nochmal von besonderer Relevanz, wenn es um das Thema Vermögensübertragung oder ähnlicher Strukturüberlegungen mit der nächsten Generation oder auch im Kontext zwischen zwei Eheleuten geht. Wir sehen im Trend, dass wir auch nach und nach Softwarelösungen bekommen, die es zumindest ermöglichen, die liquiden Vermögenswerte aus Konten und Depots zu konsolidieren. Das ist ein großer Vorteil. Das ging früher nur für größere Vermögenspositionen, weil dann musste man die Daten ziehen, man musste PDFs abschreiben, da war viel manuelle Arbeit dabei. Heute für die liquiden Vermögenswerte, also Kontoguthaben und Depots, gibt es schon recht gute Lösungen, die dann als Vermögenscockpit dienen, um eine Bilanz recht gut zusammenzustellen. Und das ist natürlich sehr hilfreich, aber auch hier gilt, meistens muss man noch etwas eigenes Hirnschmalz hineinstecken. Also die Bilanz als Basis, mal wieder Werbung für das Thema Vermögensbilanz. Dann natürlich die Strukturanalyse, Rendite, Risiko und Liquidität. Was können wir dort mitnehmen? Also zunächst mal gibt es ja Fragen, die für viele Anleger, so zumindest von den Anlegern, die wir betreuen, was wirklich vom privaten Anleger über den Mittelständler, über den nicht börsennotierten Konzern bis hin zur Familien- oder gemeinnützigen Stiftung geht. Und diese Fragestellungen sind eigentlich für alle Anleger relevant. Also wie verteilt sich eigentlich mein Vermögen auf Geld und Sachwerte? Wo bin ich Gläubiger? Wo bin ich Eigentümer? Wie sind eigentlich die einzelnen Vermögensklassen gewichtet? Also wie hoch ist der Aktienanteil? Gold ist jetzt schön gelaufen, aber wie viel Gold habe ich eigentlich im Portfolio? Was ist physisch? Was ist ein Wertpapier? Welche Renditeerwartungen haben meine Kapitalanlagen? Auch das ein wichtiges Thema, weil Kapitalanlage ist natürlich kein Selbstzweck. Keiner will der Reichste auf dem Friedhof sein, sondern am Ende des Tages will er seine Lebensziele verwirklichen oder Vermögen in der Familie halten, um das, was er selbst von seinen Eltern bekommen hat, auch an die nächste Generation zu geben. Und da sehen wir auch gleich im weiteren Verlauf, wie kann man denn solche Renditeerwartungen sachlich einordnen. Dann kann die rechnerische Struktur überhaupt meine Zielrendite erreichen. Auch das schauen wir uns gleich mal an, wie man das praxisgerecht tun kann. Dann, welche Vermögensklasse bringt eigentlich welchen Beitrag zur Rendite? Also sprich, wenn ich 1,2% meines Vermögens in Gold habe, dann ist es nicht so wichtig, wie der Goldpreis sich entwickelt, wie wenn 25% meines Vermögens im Gold liegen. Also auch das gilt es sich anzuschauen, wie sind dann da die Beiträge zur Rendite? Und wir schauen uns dann im Gesamtkontext der Einordnung der illiquiden Vermögenswerte an, sind denn eigentlich die Beiträge zum Risiko ihrer Vermögensentwicklung immer gleich oder muss man da auch differenzieren? Dann Anlagestrategie, Durchhalten, Disziplin, wichtige Punkte. Sind eigentlich Liquidität und Verfügbarkeit zu einem angemessenen Preis identisch? Sie können Ihr Aktienportfolio heute auf Knopfdruck verkaufen. Die technische Liquidität ist hoch, aber die Verfügbarkeit zu einem angemessenen Preis? Eher nein. Stellen Sie sich vor, Sie hätten Ihr Geld gebraucht Ende Februar 2020, mitten im Corona-Crash. Also, Sie merken schon, technische Verfügbarkeit und Liquidität zu einem angemessenen Preis, wichtiges Thema. Ähnliches natürlich auch, kann ich überhaupt liquidieren? Stichwort steuerliche Erwägung. Wie man die Vermögensstrukturanalyse vornehmen kann, das sehen Sie hier, altbekannt. Seit, glaube ich, 15 oder 16 Jahren nutzen wir dieses Bild. Wir haben auf der einen Seite die Geldwerte, das sind Forderungen, die haben stabile und kalkulierbare Zahlungen. Problem natürlich Inflation, also Kaufkraftminderung, Bonitätsrisiko,
Staatsverschuldung und natürlich Zinsänderungsrisiken. Das sind auch Punkte, die waren lange Zeit gar nicht relevant, aber durch die Zinswende hat das natürlich eine neue Bedeutung bekommen. Dann Sachwerte, klar, Aktien, Immobilien, Rohstoffe, Edelmetalle. Ich partizipiere an wirtschaftlichen Erträgen und Wertsteigerungen. Sie sind nicht beliebig vermehrbar. Also sprich Gold als Beispiel muss ja mit einem großen Aufwand aus dem Boden geholt werden. Auch die Rohstoffe haben natürlich vielfältige Implikationen. Die Anzahl an Unternehmen, die börsennotiert ist, respektive die Anzahl der Aktien, die börsennotiert sind, die geht sogar zurück, weil die Unternehmen kaufen mehr Aktien zurück, als sie neu ausgeben. Also die Themen gilt es zu beachten. Und klar, wir haben Schwankungen. Keiner kann den Preis prognostizieren. Der Verlauf ist nicht kalkulierbar. Und ich denke, auch hier sind wir uns einig, eine vermietete Immobilie ist etwas anderes als eine Beteiligung an einem Industriemetall ETC oder Zertifikat. Und das physische Gold ist auch wieder was anderes als die antike Kommode. Von daher würden wir eben diese Sachwerte nochmal unterteilen in Produktivkapital, Rohstoffe und intrinsische Werte, also Gold, so ein typisches Thema, intrinsischer Wert oder auch die Differenz, wenn Sie eine antike Kommode haben, die 10.000 Euro wert ist, dann ist natürlich der Wert des Rohstoffs sind ein paar Euro und die Differenz zu dem Veräußerungserlös, zu dem Verkehrswert ist eben dieser intrinsische Wert. Also wenn wir uns das anschauen in der Logik, dann kann ich natürlich meine eben aufgestellte Bilanz zerteilen und das würde man typischerweise tun mit einem Rentenblick, weil wichtig ist ja nicht, was auf der Verpackung steht, sondern wichtig ist, was drin ist. Deswegen Vermögensanalyse nach dem Inhalt, nicht nach der Verpackung. Ein Investmentfonds ist nur eine Hülle, ein rechtliches Vehikel mit steuerlichen Konsequenzen. Aber wichtig ist ja, sind da jetzt deutsche Staatsanleihen drin oder südostasiatische Internetwerte. Der Verlauf des Fonds wird vom Inhalt abhängen, nicht von der rechtlichen und steuerlichen Struktur. Und das können Sie für jeden Vermögenswert exerzieren. Wenn Sie eine fondsgebundene Versicherung haben, dann schauen Sie durch den Mantel der Versicherung auf den Fonds, durch den Mantel des Fonds auf die zugrunde liegenden Vermögenswerte. Und so können Sie sämtliche Vermögenswerte, berufsständische Versorgungswerke, gesetzliche Rentenversicherung, Investmentfonds, alles zerlegen auf die ökonomischen Treiber, die wir hier vereinfacht dargestellt haben als Aktien, Anleihen, Cash, Immobilien, Rohstoffe. Also eben genau das, was diese Vermögensmatrix Ihnen hier eben auch gezeigt hat. Wenn wir das tun, dann sehen wir schon, wir können die Frage gut beantworten. Verteilung Geldwert zu Sachwert. Wo bin ich Gläubiger? Wo bin ich Eigentümer? Ich kann die Frage beantworten, wie ist denn die Verteilung der Vermögensklassen? Auch schon mal ein erster Schritt, aber damit kann ich natürlich noch viel mehr tun. Und das sehen Sie zum Beispiel hier. Wir haben hier unsere verschiedenen Vermögenswerte. Das Bilanzkonto, dann haben wir den Gegenwert und dann sehen Sie hier zum Beispiel, wir haben hier offensichtlich ja eine Versicherung bei der AXA Colonia, das spielt keine Rolle, oder bei der DBK. Sie sehen, da ist ein Wert von 54.000 Euro drin. Im Schnitt die Versicherungen, naja, manche haben eine höhere Aktienquote, manche ein bisschen niedriger. Wir rechnen immer so im Schnitt mit 10%. Und dann sehen Sie, na klar, wenn da 55.000 Euro drin sind, dann wären 10% 5.500 Euro. Wenn wir in unserem Wertpapierdepot auch noch Aktien haben aus dem DAX mit 20.000 Euro, dann addiert sich das auf. Und Sie sehen, dass wir über alle Vermögenswerte, nehmen wir zum Beispiel den Aktienanteil, in Euro addieren den auf. Also wir sehen von unserer Summe, die wir hier betrachten, 1,1 Millionen, sind knapp 100.000 in Aktien. Also ungefähr 9%. Das Gleiche machen wir für die Anleihen, das Gleiche machen wir für Cash, für Immobilien, für die Rohstoffe und für Unternehmensbeteiligung. Und wenn man das derart aufgeschlüsselt hat, dann kann man sagen, welche Renditeerwartungen habe ich eigentlich? Die werden natürlich nie passend sein. Es geht immer nur um eine Indikation. Also hier jetzt exemplarisch nur eine Methodik. Die Prozentsätze sind anzupassen. Also nehmen wir bei den Aktien 6%, 9% Ihres Vermögens bringen 6% Rendite, ist ein Renditebeitrag von 0,53%. Sie haben 20% Anleihen, die bringen 4% Rendite, ist ein Anteil von 0,65%. Ist hier dann gerundet auch an der Stelle, es sind 3,5%. Dann haben wir noch Cash, es bringt aktuell 3%, Immobilien und so weiter und so fort. Und so können Sie das durchrechnen und so sehen Sie, wenn Sie das aufaddieren, sehen Sie, wir haben 19% Anleihen
und die bringen einen Renditebeitrag von 0,65%. Die erwartete Gesamtrendite ist erstmal 3,54%. Und das ist natürlich schon mal ein sehr guter Indikator, weil das zeigt Ihnen, wie Sie aktuell aufgestellt sind, welche Rendite rechnerisch möglich ist. Und wenn Sie dann beispielsweise ermittelt haben, dass für Ihre Lebensziele, sei es die reale Erhaltung des Kapitals, sei es den Aufbau eines Vermögensstocks, um 5 Jahre früher in Ruhestand zu gehen, sei es um 1 Million Euro Kapital aufzubauen, das auf jeden Fall an die nächste Generation gehen soll, was auch immer. Jedes Lebensziel können Sie mit einem Preisschild versehen. Und dieses Preisschild in der Kombination mit den Vermögenswerten verknüpft sich finanzmathematisch mit einer Rendite, um dorthin zu kommen. Und dann können Sie sehr gut ablesen, Moment mal, wo laufe ich aktuell hin? Und natürlich auch zu sagen, wenn ich gewisse Ziele habe, welche Renditeerwartung brauche ich eigentlich, um dieses Ziel zu erreichen? Jetzt in diesem Beispiel, wenn wir unterstellen würden, unser Anleger, unsere Anlegerin hätte eine Renditeerwartung von 5% und wir kommen hier rechnerisch auf 3,54 und alles erscheint uns hier plausibel, dann müsste man darüber sprechen, ob die Anlagestrategie auf das Gesamtvermögen geeignet ist, dieses Ziel zu erreichen. In der jetzigen Situation würde man sagen, rechnerisch erscheint das eher schwierig. Und dann muss man überlegen, wo man anpasst. Aber das gibt Ihnen eben die Ausgangsbasis, um diese Überlegungen überhaupt anzustellen. Also Röntgenblick und Grundrechenarten an dieser Stelle. Was kann man noch tun? Sie kennen alle das Renditedreieck, das goldene Dreieck der Kapitalanlage. Liquidität, Rentabilität und Risiko. Anders gesagt, Rendite, Risiko, Verfügbarkeit. Und wir können natürlich jeden Vermögenswert, den wir haben, danach einteilen. Also nehmen wir ein Tagesgeldkonto. Ein Tagesgeldkonto ist sehr sicher, keine Schwankungen. Natürlich habe ich das Emittentenrisiko der Bank, aber das kann ich ja entsprechend diversifizieren. Auch ein Geldmarktfonds wäre, wenn es ein enger Geldmarktfonds ist, in der Auslegung auch natürlich sehr, sehr sicher, weil kaum Schwankungen. Die Rendite ist natürlich eher schlecht, unrentabel, grundsätzlich im Schnitt. Aktuell ist die Rendite sogar eigentlich ganz gut, weil wir haben momentan bei Geldmarktfonds noch Renditen zwischen 3 und 4%, aber wahrscheinlich nicht mehr lange, weil speziell im Euro die Europäische Zentralbank ja wahrscheinlich zuerst die Zinsen senken wird, die im amerikanischen, im Dollar-Währungsraum wahrscheinlich die Zinsen ja am kurzen Ende wahrscheinlich noch länger auf einem höheren Niveau. Und Verfügbarkeit, da sehen Sie schon den Punkt, klassisches Beispiel, Tagesgeldkonto natürlich sofort verfügbar. Und so können Sie jeden Vermögenswert einordnen. Und das ist ein Punkt auch, den wir oft sehen, dass Anleger sich im Vorfeld bei Entscheidungen, auch bei der Bank oder bei Vermögensberatern, Finanzdienstleistern, man spricht oft über dieses Dreieck der Kapitalanlage im Vorfeld, aber danach wird es nie mehr angeschaut. Und wir glauben, es ist sinnvoll, das regelmäßig zu machen. Und dann können Sie nämlich auch sehr gut abgleichen, Moment mal kurz, passt meine Struktur zu meinen Plänen? Also beispielsweise, nehmen wir jetzt mal diesen Fall. Hypothetisch. Wir hätten in einem Jahr müssten wir für 200.000 Euro unseren Baufinanzierungskredit ablösen. Und zusätzlich haben wir noch unseren Vorruhestand und wir haben eine Cash-Burn-Rate von 50.000 Euro pro Jahr, weil der Vorruhestand muss finanziert werden. Das heißt, ich brauche 100.000 Euro für das Darlehen oder 200.000 und ich brauche eigentlich die nächsten 2 Jahre nochmal 100.000 Euro in Summe, um mein Leben zu finanzieren. Also habe ich einen kurzfristigen Liquiditätsbedarf von 300.000 Euro, sofort verfügbar. Wenn ich jetzt hier nur 271.000 in meiner Übersicht drin habe, dann fehlt ja was. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Deswegen, es geht im Wesentlichen darum, Ihre Planung mit den Kennzahlen übereinander zu legen und das natürlich nicht nur für die heutige Analyse, sondern der Trick ist natürlich zu sagen, bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen, soll ich heute Aktien kaufen? Soll ich heute Gold kaufen? Soll ich die vermietete Immobilie verkaufen und stattdessen in Aktien in der Lagerstelle in der Schweiz umschichten? Soll ich Geld meinen Kindern schenken? Der Steuerberater hat gesagt, die Immobilie auf die Kinder rüber mit Nießbrauch. Also diese ganzen Entscheidungsthemen, die können Sie wunderbar hier abbilden, bevor Sie die Entscheidung treffen. Also einmal analysieren Sie, wo stehe ich heute? Aber wenn man die Logik verstanden hat, dann würden Sie das immer durchexerzieren, bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen. Deswegen gilt für Anlageentscheidungen, genauso wie für rechtliche und steuerliche Überlegungen, jede Vermögensverschiebung, die steuerlich motiviert ist,
Manchmal ja aktuell auch vor dem Hintergrund einer drohenden Vermögenssteuer, wo man ja sagt, na, ich verschiebe mal ein bisschen Geld auf die anderen Familienmitglieder. Da macht es natürlich Sinn, vor dieser Verschiebung durchzukalkulieren, welche Konsequenzen das auf den verschiedenen Ebenen hat. Also das ist der Aspekt. Erst planen, dann die Konsequenzen anschauen, dann umsetzen. Beispiel, was wir vorhin gesagt haben, Thema technische Verfügbarkeit versus Verfügbarkeit zu einem angemessenen Preis. Natürlich, Wertpapiere wie Aktien sind sofort verfügbar. Heute verkaufen, 2 Tage später Wertstellung. Aber wir wissen ja, der Aktienmarkt hat eine relativ hohe Schwankungsbreite. Deswegen wäre es wahrscheinlich konservativer zu sagen, die Bestände, die ich zum Beispiel in Aktien, Aktienfonds oder ähnlichen Papieren halte, die würde ich vielleicht eher in der Verfügbarkeit bis 3 Jahre einordnen, weil wenn der Horizont länger ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich zu einem angemessenen Preis verfügen kann, besser. Von daher, wichtige Trennung, Verfügbarkeit technisch versus Verfügbarkeit zu einem angemessenen Preis. Und natürlich, das Ganze machen wir nicht nur für die nähere Zukunft, sondern auch für die Planung nach vorne, wo man sagen kann, wie entwickelt sich mein Vermögen, wie entwickelt sich meine Liquidität. Und wenn ich diese Annahmen treffe, dann weiß ich natürlich, es wird nie zum Zeitpunkt so sein wie heute bei der Planung. Aber Sie bekommen Bandbreiten, Sie be bekommen einen Korridor, die Ihnen eine Indikation dafür gibt, wo Sie rauslaufen werden. Und wenn man das regelmäßig eben mit einem Update versieht, dann kommt man da schon relativ gut zurande. Es gibt eben eine bessere Entscheidungsbasis. Also, wie sagt man so schön, Planung ersetzt Zufall durch Irrtum. Grundsätzlich muss man auch sagen, je besser die Planung, also wer seine Liquiditätsplanung im Griff hat und die Anlagestrategie sauber aufgestellt hat, der wird ja nie in die Verlegenheiten kommen, in einem Aktienmarktrückgang Positionen zu verkaufen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Die meisten Anleger schaffen es ja nicht, die Kapitalmarktrenditen zu verdienen. Und es nutzt natürlich nichts, wenn ich heute ein super Spektrum an Investmentinstrumenten habe und ich kann alles ganz toll und effizient abwickeln. Aber wenn das dazu führt, dass ich heute rein, morgen raus, morgen ist eine Krise im Nahen Osten, übermorgen haben wir Wahlen in den USA, dann ist dies, dann ist jenes. Da muss man schon sehr genau aufpassen. Und deswegen ist die Liquiditätsplanung und alles, was ich gerade beschrieben habe, eine sehr, sehr gute Basis, um sicherzustellen, dass sie auch die Renditen verdienen, die der Kapitalmarkt letztendlich bietet. Und ich kann mir natürlich anschauen, wo laufe ich hin? Das kann natürlich besonders interessant sein für Personen, die kurz vorm Ruhestand sind oder ähnliches, wo man sagt, da verändert sich was. Weil gerade wenn der Ruhestand in den nächsten 5 bis 7 Jahren ansteht, absehbar fällt das aktive Einkommen weg oder reduziert sich, da muss man nochmal ganz anders schauen als in der Phase, wo sie im Endeffekt Überschüsse produzieren, weil einfach die Einnahmen höher sind als die Ausgaben. Und das natürlich auch wiederum, hier geht es um ein Gefühl für die Bandbreite zu bekommen, nicht um eine Zeitpunktbetrachtung, dass es am 21.12.2030 wird es genau so oder so sein. Das ist natürlich Unsinn. Es geht um Gefühl für die Bandbreiten und ein Gespür dafür zu bekommen, wie sich finanzielle Entscheidungen heute auf die Zukunft entsprechend auswirken. Und das wird eben hier sehr gut deutlich gemacht. Finanzielle Risikobereitschaft, ein Persönlichkeitsmerkmal, kann man messen, wissenschaftlich fundiert, aber auch das nochmal hier mitgebracht. Hier unten, Sie sehen das zum Beispiel sehr schön, wo man eben sagt, naja, wir haben eigentlich einen Teil von schwankungsreichen Vermögenswerten, der passt zu diesem Anleger. Das wäre beispielsweise eben dieser grüne Bereich, also von 50 bis 63% oder 64% Wachstums Klassen wie beispielsweise Aktien. Und da sehen wir, naja, wenn er ein bisschen drüber geht, dann ist es in Ordnung, bisschen drunter auch in Ordnung. Aber der rote Bereich ist etwas, wo man sagt, wenn es dann runter geht, steigt das Risiko, dass Fehlentscheidungen getroffen werden. Und das sollte man sich natürlich auch regelmäßig anschauen. Also Sie sehen schon hier, diese objektiven Themen sind natürlich immer durch weiche Faktoren zu ergänzen, um letztendlich hier auch sicherzustellen, dass man die Wechselwirkung erkennt. Und gerade in vielen Familien ist es so, es gibt einen Finanzminister, eine Finanzministerin. Meistens läuft es so, dass die eine Person kümmert sich um alle Finanzen. Der Ehepartner oder der Lebensgefährte, die Lebensgefährtin, die Kinder haben eigentlich wenig bis gar kein Interesse. Wann haben die anderen Interesse? In der Krise. Wenn der Nachbar sagt, oh, mein Depot ist 20% im Minus. Dann fragt eben der Nichtbeteiligte, fragt, sag mal, Schatz, wo ist eigentlich unser Wertpapierdepot? Und dann sagen sie, oh, minus 23. Und dann kommt der Punkt, Gewinne werden in Prozent, Verluste werden in Euro bewertet. Sagt man, was?
170.000 Euro minus, das sind ja XYZ Netto, Jahres- oder was auch immer Gehälter. Dann merken Sie, dann steigt der Stressfaktor. Dann steigt auch der Druck, etwas tun zu müssen auf diesen Finanzminister in der Familie. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass auch das Familienmitglied oder wenn Sie eine Familiengesellschaft haben, weil ihr Vermögen größer ist, dann macht es schon Sinn, dass alle Familienmitglieder, die mit dem Vermögen zunommen an Bord sind, nicht operativ, aber bei der strategischen Einordnung, weil damit stellt man sicher, dass sie die Stresspunkte, die jetzt schon erkennbar sind, heute adressieren, weil sie wissen nicht, wann sie eintreten, aber sie wissen, dass sie eintreten. Also macht es Sinn, sie heute zu besprechen und dann eben klare Handlungsanweisungen zu geben, weil eins ist auch klar, wenn sie selbst verunsichert sind, und dann bekommen Sie noch Druck vom Ehepartner. Was glauben Sie, wie gut dann die Qualität Ihrer Finanzentscheidung ist? Die ist natürlich extrem bescheiden. Von daher muss man das vorher adressieren. Und daher auch das Motto hier, keine Finanzplanung oder andersrum, keine Anlageentscheidung ohne Finanzplanung respektive Vermögensstrukturperspektive. Weil so methodisch das jetzt hier klingt, es sorgt dafür, dass Sie höhere Renditen generieren und mit Ihren Anlageergebnissen näher an die Kapitalmarktrenditen kommen als 99% aller Anleger, weil die tun eben vieles von dem, was wir hier gerade besprechen, nicht. Liquiditätsmanagement, auch das hier nochmal mit eingestreut, warum? Wir stellen oft bei Anlegern fest, viel zu viel Liquidität. Also erstmal viel Liquidität ist natürlich positiv, aber die BWLer sagen immer, der Siedepunkt der Liquidität ist der Gefrierpunkt der Rentabilität. Und für Unternehmen teilen wir das zum Beispiel so auf, aber es ist auch eine schöne Orientierung für Privatanleger. Ich brauche natürlich immer eine operationelle Liquidität. Wir fahren in Urlaub, wir haben irgendwelche Themen. So, die sollte natürlich vernünftig bemessen sein. Dann gibt es eine Art von taktische Liquidität, wo man sagt, eigentlich könnte es auch eigentlich auf dem Tagesgeldkonto liegen. Vielleicht könnte ich es auch anlegen, aber ich bin eigentlich nicht so sicher. Dann kann man überlegen, parke es zumindest in einem Geldmarktfonds oder in einem Äquivalent, wo zumindest das Gegenparteienrisiko der Bank ausgeschlossen ist und wo sichergestellt ist, dass ich immer den aktuellen Geldmarktzins hier verdiene. Ob jetzt nur in einer Währung oder vielleicht auch diversifiziert, hängt letztendlich von der Haushaltsstruktur ab. Dann strategische Liquidität. Das sind dann zum Beispiel Themen, wo man sagt, naja, ich weiß, ich habe in 3 Jahren meine fällige Finanzierung oder ich kann noch mal einen Anteil an der Firma kaufen oder was auch immer. Und dann muss man sagen, alles, was eigentlich über diese Liquiditätspunkte hinausgeht, ist eigentlich strategische Kapitalanlage. Und die strategische Kapitalanlage heißt nicht, es ist Cash und ich kaufe Aktien, wenn der Aktienmarkt mal wieder um 30% fällt, weil dann haben Sie unheimlich hohe Opportunitätskosten, sondern strategische Kapitalanlage ist das, wo Sie sagen, wenn ich keine Ahnung habe, wie die Zukunft aussieht, dann ist meine Neutralposition nicht das Konto, sondern meine Neutralposition ist meine strategische Vermögensverteilung in den Prozentsätzen, die ich mir in einer ruhigen Situation hergeleitet habe, wie eben dargestellt, auf Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe, Gold und so weiter. Also Verunsicherung heißt nicht Cash, Verunsicherung heißt neutral. Und neutral ist für jeden von uns und Ihnen hier anders. Also, kommen wir weiter, Anlagestrategie, kurzer Leitfaden, auch das ja schon mal hier beschrieben auf einem Bild. Da kann man sich letztendlich auch in einem 3-tägigen Seminar damit beschäftigen. Aber nochmal klar, wir haben den Vermögensstatus, den haben wir uns eben im Detail angeschaut. Wir haben die Liquiditätsplanung. Das ist natürlich keine Haushaltsrechnung, wo Sie schauen können, ob Sie mit dem Wechsel des Stromanbieters 12,27 € einsparen können. Sondern bei der Liquiditätsplanung geht es genau darum, welche Lebensziele, wann ist welche Liquidität notwendig, welche Einkommensveränderungen habe ich durch Veränderungen in der Familie, vielleicht mal Teilzeit, vielleicht Schwangerschaft, welche Themen auch immer. Das heißt, die Liquiditätsplanung nimmt Ihre Lebensplanung und übersetzt sie in Cashflows. Über diese Cashflow-Planung sehen wir natürlich auch, wie viel Geld können wir für welchen Zeitraum überhaupt anlegen. Und das spiegelt sich dann auch hier mit rein. Wir sehen eben die finanzielle Risikobereitschaft, Persönlichkeitsmerkmal, objektive Risikotragfähigkeit, Liquiditätsplanung. Wir haben unsere Anlagehorizonte. Dann können wir uns Rendite- und Risikoschätzungen anschauen. Dann schauen wir uns an, wie hat sich unsere Strategie in verschiedenen Stressphasen, in der Finanzkrise, in der Corona-Krise, im Brexit, in auch historischen Krisen, in den Inflationszeiten der 70er Jahre entwickelt. Warum? Es gibt uns ein Gefühl dafür, wie stark kann unser Vermögen schwanken, wie weit ging es historisch runter und auch sehr wichtig, wie schnell hat's oder wie schnell ging es, bis es sich wieder erholt hat. Weil
Die letzten 10 Jahre sind wir sehr, sehr verwöhnt. Es ging schnell runter, es ging relativ schnell wieder hoch. Und deswegen sehen wir momentan bei vielen Anlegern die Tendenz dazu, dass sie den Kapitalmarkt überschätzen. Überschätzen in der Art und Weise, gar nicht mal so sehr bei den Renditen, das vielleicht auch ein bisschen, aber noch viel mehr bei der Schmerzdauer, bei der man erwartet, unter Wasser zu sein. Es ist nicht normal, dass sie immer nur nach 2 Jahren ein neues Allzeithoch haben. Das ist historisch ungewöhnlich, besonders im Angesicht der aktuellen Bewertungsthematik. Dann führt man das alles zusammen, Anlageebene, Anlegerebene, und kann hier eine schriftliche Anlagestrategie verfassen. Und dann geht es darum, wo will ich die Marktrenditen generieren, marktkapitalisierungsgewichtet, wo will ich eher einen Stilfaktor haben, regelgebunden oder über einen aktiven Manager. Habe ich eigentlich ein Risikomanagement? Wie definiere ich das? Taktische Eingriffe. Verkaufe ich Aktien, wenn die Schlagzeilen negativ sind? Und wie sieht es eigentlich mit den steuerlichen Themen aus? Also das sind die Grundstrukturfragen, wenn man mich heute fragen würde, wenn man sich eine Seite betrachten muss und man würde hinterfragen, wie strukturiert ist der eigene Prozess, dann wäre das meines Erachtens hier die zentrale Folie. Auch noch ein sehr wichtiger Punkt beim Thema Anlagestrategie, ob Sie selbst entscheiden oder ob Sie Ihre Anlageentscheidung delegieren, aber die Entscheidung für die Rendite-Risiko-Umgebung, das ist meistens eine bewusste Entscheidung. Also sprich, wie hoch soll meine Aktienquote sein, wie hoch soll meine Anleihequote sein, wie viel Gold, wie viel Immobilien. Das ist meistens eine sehr bewusste Entscheidung. Die wird mal besser, mal schlechter vorbereitet und auch mal besser oder schlechter verstanden. Aber da sind die meisten Anleger sich schon bewusst, naja, wo bin ich da überhaupt? Zumindest wenn sie die Anlage tätigen. Dann geht es aber weiter, weil am Ende des Tages, ob sie ihr Geld selbst anlegen und Wertpapiere auswählen, Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, oder ob sie das einen Manager machen oder sie wählen einen Manager aus. Zum Beispiel, sie wählen einen Aktienfonds aus, der europäische Aktien selektiert. Dann treffen sie eine bewusste Entscheidung für den Manager. Aber in den meisten Fällen hat der Manager einen sogenannten Anlagestil. Zum Beispiel, dass er sagt, wir kaufen Aktien, die einen Qualitätsfokus haben. Also gute Rendite aufs eingesetzte Kapital, gute Bilanzstruktur, niedrige Verschuldung. So, das heißt, Sie als Anleger treffen ja mit der Wahl des Managers auch eine Wahl für den Anlagestil. Also haben Sie als Anleger gesagt, ich möchte Qualitätsaktien Europa. Und das geht oft unter. Die Anleger entscheiden sich zwar bewusst für einen Manager oder für einen Fonds oder für einen Vermögensverwalter, aber unbewusst treffen sie auch die Wahl des Investmentstils. Und dieser Investmentstil ist natürlich wichtig, auch für die Erfolgsmessung. Das werden wir gleich nochmal sehen. Weil wenn Sie einen Qualitätsaktienmanager in Europa haben, dann macht es wenig Sinn, den im Schnitt mit dem Euro Stoxx 50 oder dem DAX zu vergleichen, sondern Sie müssten den mit einem Index oder einem Indexfonds für qualitätsorientierte Aktienauswahl, in dem Beispiel wäre es der MSCI World Quality, vergleichen. Dann Allokation und Selektion, das ist dann typischerweise Aufgabe des Managers oder das machen Sie auch selbst, aber auch hier sehen wir bei der Erfolgsmessung ein relevantes Thema. Insgesamt, Sie wissen, ich bin großer Freund von strategischen Quoten. Was ist eigentlich neutral? Das sehen Sie hier in Gelb. Wie sind eigentlich die Bandbreiten? Das zumindest auf der ersten Ebene gilt es, das mal zu definieren. Im Weiteren gilt es natürlich, sich klar zu machen, bei Anleihen, ach, ein Unterschied, ob Sie kurzlaufende deutsche Staatsanleihen haben oder ob Sie 10-jährige Hochzinsanleihen haben. Also beides sind Anleihen, aber die Rendite-Risikocharakteristika sind natürlich andere. Von daher gilt es, sich das auch zu betrachten. Aber zumindest sollte man sich das mal klar machen und auch definieren, wie ist eigentlich mein Risikomanagement? Habe ich eher ein Rebalancing? Baue ich prozyklisch Quoten ab? Bin ich trendfolgend? Bin ich antizyklisch? Also sehr großer Unterschied. Deswegen die Erfolgsmessung, wie ist die vorzunehmen? Dann schauen wir uns 2 Bereiche an. Einmal eher die Perspektive aus der Finanzplanung und einmal eher die sehr fachlich technische Perspektive. Also zunächst mal machen Sie sich klar, haben Sie ein relatives Ziel oder ein absolutes Ziel? Runtergebrochen bedeutet das, zum Beispiel bezogen auf die Aktienquote, relativ. Naja, zum Beispiel, ich möchte Qualitätsaktien haben, dann würde ich ja mir anschauen, bin ich damit relativ besser gefahren als der Markt? Also wenn der Markt der MSCI Europe wäre, also der europäische, ein europäischer Aktienindex, und Sie haben sich für einen Qualitätsansatz entschieden, dann würden Sie sagen, bin ich mit meinem Qualitätsansatz besser als der Marktindex oder bin ich schlechter?
ist eine relative Einordnung. Das heißt, es kann so sein, dass absolut machen beide plus, der Markt macht plus 10, Qualität macht plus 11, dann ist das relative Ergebnis 1% über der Marktentwicklung. Das Ganze können Sie natürlich auch absolut sehen, zum Beispiel auf die gesamte Anlagestrategie. Es gibt Anleger, die sagen, ich habe ein absolutes Renditeziel, ich will 5% Rendite im Schnitt über einen Zeitraum von 5 Jahren. Das heißt, denen ist es egal, ob der Markt, was immer der Markt auch sein mag, plus 12, plus 11 oder was auch immer macht. Dieser Anleger sagt, mein Ziel ist es, ich will nominell 5% vor Steuern und Inflation. Dann ist es ein ganz anderes Ziel und ein ganz anderes Design in der Anlagestrategie als hier unsere relative Betrachtung. Es gibt auch Anleger, die sagen, ich möchte einen maximalen Verlust von 15%. Ist ja auch ein absolutes Ziel. Und was man bei Anlegern oft verschwimmt, wenn nicht klar ist, denke ich relativ oder denke ich absolut, dass das manchmal verschwimmt. Und es verschwimmt natürlich oft auch in entweder sehr guten oder sehr schlechten Marktphasen. Und wenn man dann wechselt zwischen einer relativen und einer absoluten Betrachtung, dann kommt man meistens auf eine Entscheidungsebene, die eher nachteilig ist. Also auch hier muss man definieren, für welche Teile meines Vermögens habe ich eine relative oder eine absolute Renditebetrachtung, weil das ist wiederum sehr, sehr wichtig für die Erfolgsmessung. Sehen das hier noch einmal ein bisschen professioneller dargestellt. Wir haben hier ein Portfolio. Schauen Sie bitte zunächst mal nach unten. Da sehen Sie, wir haben eine Strategie, die besteht im Schnitt zu 65% aus Aktien, zu 35% aus Anleihen. Dann sehen Sie eben, okay, die Aktien haben in diesem Zeitraum 9,8% gemacht. Die Performance der Benchmark war 10,2. Also leicht haben sich die Aktien schlechter entwickelt als die Aktien im Vergleichsmaßstab. Auf der Anleihenseite sehen Sie, der Anleihenteil hat minus 0,55, die Benchmark minus 0,95. Das heißt, Sie sehen, die Performance des Portfolios mit 6,2 für den Zeitraum Q1 2024 ist relativ nah an der Benchmark. Das heißt, relativ plausibler Bereich. Und dann würde man sich im Nachgang anschauen, wo genau kommt es her. Die Profis schauen dann auf jedes einzelne Wertpapier und erteilen das Ganze noch nach dem Allokations- und dem Selektionsbeitrag. Aber auch hier, meine Damen und Herren, gilt es eben, auch wenn man nicht diese Werkzeuge hat, es gilt, ehrlich zu sich selbst zu sein, und auch hier die Erfolgsmessung ordentlich zu machen. Wenn Sie 50% Ihres Vermögens im Aktienmarkt haben und der Aktienmarkt macht plus 20% und Sie haben plus 8%, dann muss man natürlich schauen, wo kommt's her? War's Timing? Wo kommen die Entscheidungen her? Hat man einfach einen Aktienstil gewählt, der nicht zur Marktphase gepasst hat? War das eine bewusste Entscheidung? War das eine unbewusste Entscheidung? War es der Manager? Oder hat der Manager eigentlich genau das gemacht, was er immer macht, aber Sie haben einfach nur seinen Anlagestil nicht erkannt. Also auch hier muss man entsprechend hinschauen. Dann kann man natürlich auch in der Detail der Vermögensklassen schauen und kann sagen, naja, wie bin ich nach Branchen aufgestellt, wie bin ich nach Kennzahlen aufgestellt, zum Beispiel hier sehen wir das Portfolio ist ungefähr von der Bewertung her wie der globale Aktienmarkt, das Gewinnwachstum relativ ähnlich. Also hier sieht man ein Portfolio, was am Ende des Tages relativ nah am globalen Aktienmarkt ist, aber etwas breiter diversifiziert ist in Teilbereichen. Das ist jetzt aber eher für die Profis unter Ihnen oder für diejenigen unter Ihnen, die höhere Vermögenswerte vielleicht auch bewegen und dementsprechend nochmal andere Möglichkeiten der Unterstützung haben. Wie kann man es aber insgesamt einordnen, wenn man es nicht ganz so technisch macht? Und da sehen Sie mal eine Rangordnung. Sie können natürlich sagen, ich schaue die absolute Wertveränderung und sage, mein Portfolio hat in den letzten Jahren eine Rendite von 20% erzielt. Das ist eine absolute Aussage. Okay, gut. Jetzt kann man natürlich sagen, na gut, wie war es denn eigentlich die Rendite im Schnitt mit Zinseszinseffekt? Ah, es waren durchschnittlich 3,71%. Das sagt Ihnen aber erstmal auch wenig. Sie könnten es zumindest mit Ihrer Zielrendite vergleichen. Aber die Fragestellung ist ja, was für ein Risiko hatte ich eigentlich? Ah, ich hatte 3,71% Rendite im Schnitt über den Zeitraum, aber einen Schmerz zum Zeitpunkt von 20%. Jetzt könnten Sie das wiederum in den persönlichen Kontext einordnen und könnten sagen, naja, ich nehme dieses Ergebnis aber ein für meine finanzielle Risikobereitschaft und Risikotragfähigkeit, also Liquiditätsplanung und Co. Mögliches Portfolio, also das objektiv richtige Portfolio, hätte in den letzten Jahren 5% Rendite generiert, aber auch mehr
Verlust erzielt. Also hier geht es auch mal darum, Opportunitätskosten messbar zu machen. Und das ist leider das Problem. Sie haben ja heute alle Arten von Kostenaufstellungen, aber die impliziten Kosten, die bekommen Sie ja niemals gezeigt. Deswegen müssen Sie das oder Ihr Berater muss das selbst machen. Ordnen wir es also jetzt nicht nur in den Anlagekontext ein, sondern in die Finanzplanung. Dann sehen Sie, Moment mal kurz, eigentlich für meine Ruhestandsplanung habe ich ja ermittelt, ich brauche 6% nominal vor Steuern und Inflation. Jetzt bin ich aber nur, muss ich mal kurz hier drücken, Sekunde. Der Bildschirm wollte sich nämlich gerade ausschalten. Jetzt bin ich aber nur bei 3,71%. Das heißt, ich stelle ja schon mal fest, meine Rendite ist zu wenig. Jetzt wissen wir, Geld ist kein Selbstzweck, also muss ich es in die Lebensplanung einordnen und muss sagen, naja, wenn ich 6% hätte verdienen müssen, ich hätte 5% verdienen können auf Basis der objektiven Thematik und auch der Risikobereitschaft, dann führen ja diese Opportunitätskosten in Form von nicht generierter Rendite dazu, dass ich mein Ruhestandsziel nicht erreiche. Also entweder muss ich ein bisschen mehr sparen, ich muss meinen Ruhestand verschieben, muss auf eine größere Erbschaft hoffen und so weiter. Also Sie merken schon, diese Erfolgseinordnung hat verschiedene Ebenen. Einmal die Portfolioebene, dann die Ebene innerhalb der Vermögensklassen, dann die Einordnung auf die gesamte Finanzplanung mit den entsprechenden Lebenszielen. Und im Idealfall, wenn Sie mich fragen, so sollte es natürlich im Optimalfall sein, dass der Anleger sagt, am Ende des Tages, mir als Anleger ist bewusst, ich habe subjektive Entscheidungen getroffen und die haben zu einem nachvollziehbaren Ergebnis geführt. Am Ende geht es immer um Nachvollziehbarkeit, weil was Sie nie kontrollieren können am Ende des Tages, ist das Ergebnis, weil das Ergebnis liegt in der Zukunft. Was Sie aber kontrollieren können, ist die Qualität des Prozesses, mit dem Sie zu Anlageentscheidungen kommen. Und vereinfacht gesprochen, je besser die Qualität Ihrer Entscheidungsfindung, je höher die Resistenz in Stressphasen, desto näher werden Sie an den Kapitalmarktrenditen liegen. Und wenn dann die Kapitalmarktrenditen zu den Quoten passen, die Sie brauchen, um Ihre Ziele zu erreichen, ist natürlich die Erfolgswahrscheinlichkeit höher. Also von daher, bewusste Entscheidungen sind da das A und O auf den verschiedenen Ebenen. Kommen wir nun zum Thema Private Equity und Infrastruktur, komplex, aber lohnenswert. Ich habe es eben schon angesprochen, Sie werden das Thema jetzt sehr oft lesen, Stichwort LTIF, European Long-Term Investment Fund. Und das wird eine gängige Darstellung, die Sie sehr viel in den Medien sehen. Sehen auf der Hochachse sehen Sie eine jährliche Rendite, auf der horizontalen Achse die Schwankungsbreite und dann sehen Sie eben Portfolio, so ein klassisches Portfolio aus 60% Aktien, 40% Anleihen. Und da sieht man eben, hey, wenn du jetzt das ein bisschen anpasst und du nimmst 10% weniger Aktien und packst sie in Privatmärkte und du nimmst 10 aus den Anleihen, dann hast du 20% Privatmarkt im Portfolio und dann sieht man eben, deine Rendite steigt bei weniger Schwankungsbreite. Gleiches gilt für die anderen Profile. Also die Message ist am Ende des Tages häufig, bessere Rendite, Risiko, Eigenschaften. So ist das Marketing. Natürlich wissen wir, es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was Sie wählen. Aber hier nochmal als Erinnerung. Jede Form der Kapitalanlage bedeutet, eine Prämie zu verdienen für das Risiko. Haben Sie Geld auf dem Tagesgeld? Haben Sie das Emittentenrisiko der Bank? Okay, so what? Kaufen Sie eine Staatsanleihe, kommt ein bisschen Schwankungsbreite dazu, wenn wir über ordentliche Bonitäten reden. Wenn Sie das Geld nicht dem Staat leihen, sondern einem Unternehmen, ein Unternehmen kann eher pleite gehen, dann bekommen Sie eine Kreditrisikoprämie, einen sogenannten Credit Spread. Oder was Sie bei Anleihen auch oft lesen, ist der optionsadjustierte Spread. Also ein Risikoaufschlag. Also Sie wollen für eine Unternehmensanleihe mehr Rendite als für eine Staatsanleihe, weil es ist mehr Risiko, pauschal gesprochen. Wenn Sie dann sagen, ich gebe mein Geld nicht in tollen Unternehmen mit einem guten Rating, sogenanntes Investment Grade, sondern ich gehe in die zweite Reihe oder an angeschlagene Unternehmen, sogenannte Hochzinsanleihen, dann erwarten Sie, dass Sie eine geringere Liquidität bei diesen Anleihen haben. Sie haben ein höheres Ausfallrisiko. Dieses höhere Ausfallrisiko wollen Sie bezahlt haben in einer höheren Prämie. Deswegen werden Hochzinsanleihen immer höher rentieren als Unternehmensanleihen. Und Unternehmensanleihen werden immer höher rentieren als Staatsanleihen. Wenn Sie dann nicht mehr Fremdkapitalgeber sind, sondern Sie werden Miteigentümer am Unternehmen, Aktionär, dann kommt natürlich noch das unternehmerische Risiko dazu. Deswegen fordert der Aktionär eine Eigenkapitalverzinsung, die oberhalb dessen liegt, was vergleichbar ein Fremdkapitalgeber verdienen würde. Also der Unternehmer fordert eine
Prämie für das Mehr an Risiko und dafür, dass er in der Nahrungskette weiter hinten steht, weil sie wissen, zuerst werden die Arbeitnehmer, das Finanzamt und alle anderen bezahlt, auch die Fremdkapitalgeber und erst am Schluss der Aktionär. Das hat man in den letzten Jahren oft vergessen, weil Aktien waren the place to be. Wenn Sie da nicht am Aktienmarkt investieren, wo Sie täglich agieren können, sondern Sie gehen in den illiquiden Markt, vorbörsliche Unternehmensbeteiligung, also ein Bereich, der stetig an Bedeutung gewinnt, nicht nur bei Hochvermögenden, sondern auch in der Breite, dann haben Sie eben eine sogenannte Illiquiditätsprämie, die ist vielleicht aktuell gar nicht vorhanden, weil wir haben hier einen sehr, sehr großen Hype in diesen Vermögensklassen. Wir haben unheimlich viel Kapital. Deswegen ist die Frage, ob die Renditeerwartungen noch so hoch sind. Heute spricht man eher von einer Komplexitäts-, vielleicht auch einer Zugangsprämie. Aber eins muss klar sein, das sehen Sie schon hier, Risiken bauen aufeinander auf, Prämien. Und wenn Sie dann eben sagen, ich investiere nicht in ein diversifiziertes Portfolio, sondern in mein eigenes Unternehmen, da steckt meine Arbeitskraft drin, mein Humankapital, vielleicht private Bürgschaften, vielleicht schlaflose Nächte, vielleicht noch irgendwelche Kredite und so weiter, dann sehen Sie, dass im eigenen Unternehmen kommen alle Risiken zusammen. Deswegen gibt es dort die meisten Insolvenzen, aber die meisten Vermögen entstehen auch in der unternehmerischen Tätigkeit. Warum? Weil es ist das größte finanzielle und emotionale Risiko. Genau, also wir bewegen uns also hier, Stichwort Private Equity als Beispiel, und das gilt natürlich nicht nur für Aktien, das gilt zum Beispiel auch für Private Debt. Also sprich, es gibt natürlich Kredite, die werden nicht wie Anleihen an der Börse gehandelt, sondern die werden eben auch auf Privatmärkten gehandelt. Und deswegen von der Logik, ich hoffe, das konnte ich Ihnen vermitteln, Private Equity ist nichts anderes als Aktienmarkt plus Illiquidität, weil es sind in beiden Fällen unternehmerische Beteiligungen, nur die Handelbarkeit ist eine andere. Private Debt ist nichts anderes als Anleihen, aber meistens eben schlechtere Bonitäten und dazu eben nicht so rege gehandelt. Und Immobilien und Infrastruktur sind natürlich Bereiche für sich. Immobilien und Infrastruktur war auch sehr unterschiedlich, auch innerhalb der Kategorien Immobilien. Natürlich, wenn Sie eine Wohnimmobilie haben, ist das was ganz anderes, als wenn Sie ein Bürogebäude haben. Bei Infrastruktur ist ein großer Unterschied, ob Sie ein Datencenter haben oder ob Sie im Endeffekt eine Mautstraße oder einen Hafen oder einen Flughafen besitzen. Also von daher auch hier gilt, die Rendite-Risikocharakteristika auch innerhalb dieser illiquiden Vermögensklassen sind sehr, sehr unterschiedlich. Und je nachdem, was ich nun im Portfolio haben will, will ich eher laufende Erträge, will ich eher die Chance auf hohe Renditen, will ich eher Inflationsschutz, würde man sich überlegen, welche Vermögensklasse kommt auf Basis ihrer Charakteristika in Frage. Wichtig ist aber, Sie merken schon hier, man muss das zusammenrechnen. Also, wenn ich 60% unternehmerisches Risiko im Portfolio haben möchte und ich möchte Aktien und Private Equity gewichten, dann würde ich mir überlegen, dass ich zu meinen 50% Aktien die 10% Private Equity dazu rechnen muss, weil es ist ein ähnliches Risiko. Also nicht auf diese Excel-Kuchen reinfallen mit Aktien, Private Equity und Co., sondern man muss es dann auch im nächsten Schritt zusammenrechnen. Ich habe Ihnen das hier mal mitgebracht, wie wir das für unsere Kunden machen, auch bei der strategischen Allokationsplanung. Und das ist jetzt sehr bunt, aber worauf ich raus will, ist Folgendes. Das hier ist im Endeffekt ein ETF auf den globalen Aktienmarkt, also liquide, diversifiziertes Aktieninvestment mit allen Problemstellungen Richtung Technologie und USA, die wir aktuell haben. Aber hier haben wir zum Beispiel einen Klassiker aus dem Bereich Private Equity Buyout USA. Also quasi die Brot- und Butter-Private Equity-Kategorie. Und hier sehen Sie mal folgenden Punkt. An diesem Portfolio machen Aktien 53% aus, Private Equity USA nur 4%. Und wenn Sie das nun mal betrachten und Sie das zusammen, dann haben wir hier Private Equity 4,4 plus 4 sind 8. Haben wir nochmal Private Equity. Und wenn Sie sich das mal anschauen, dann sehen Sie eben den Beitrag zum Risiko. Also sprich, es wird hier schön berechnet. Meine Aktien machen 53% meines Portfolios aus. Mein Private Equity in dem Beispiel hier für USA 4,4%. Der Beitrag zum Risiko gewichtet, zum Gewicht, ist allerdings 2,18. Das heißt, das ist ein großer Unterschied, ähnlich wie bei der Flüssigkeit. Wenn Sie einen Liter Wasser trinken, das werden Sie relativ gut verkraften. Wenn Sie einen Liter Wein trinken, über einen gewissen Zeitraum an einem Abend, das werden Sie
mehr oder weniger gut verkraften, aber sie werden es auf jeden Fall besser verkraften, als wenn sie im gleichen Zeitraum 1 Liter Wodka trinken. Deswegen, alles ist 1 Liter Flüssigkeit, der Effekt ist aber unterschiedlich. Deswegen, sie schauen zwar im ersten Schritt nominell, also nominelle Verteilungen, aber sie müssen natürlich auch Beitrag zum Risiko rechnen. Und hier sehen Sie eben genau diesen Punkt, Private Equity als Beispiel. Hier wartet man einfach aufgrund der Zusammensetzung der Risiken höhere Risikobeiträge als zum Beispiel für den Aktienmarkt. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte Private Equity und Aktienmarktrisiko ähnlich gewichten, dann muss ich viel, viel weniger Private Equity nehmen, weil es hat einfach mehr Risiko als die Aktien. Und Risiko wird nicht nur in Schwankungen gemessen. Deswegen, wenn Sie jetzt viel lesen mit Privatmärkte, Demokratisierung, auch private Anleger können investieren ab 10, 20, 30.000 Euro, dann denken Sie mal dran, meistens geht Demokratisierung erstmal nicht gut aus. Und deswegen muss man hier ganz klar sagen, es ist sehr gut, dass sich hier das Investitionsspektrum für Anleger erweitert. Da wird es meines Erachtens auch sehr sinnvolle Investitionsmöglichkeiten geben, pauschal gesprochen. Aber es bleibt zu hoffen, dass die Integration in die Portfolios von privaten Anlegern und die Aufklärung und das Verständnis schaffen von der Branche gegenüber den Anlegern nicht auf dieser Ebene bleibt, wie Sie ihn eben skizziert haben, nach dem Motto mehr Rendite und weniger Risiko. Eine tolle Story mit, wir wollen ja alle Sachwerte kaufen, weil die Inflation ist hoch. Weil dann gibt es, glaube ich, ein blaues Auge und dafür möchte ich Sie an dieser Stelle sensibilisieren. Und Sie haben ja heute auch gesehen, möchte ich Private Equity haben, dann überlege ich mir 5% weniger Aktien, heißt 5% Private Equity. Wie sieht es in meiner Bilanz aus? Was heißt das in meiner Kennzahlenanalyse? Wie verschiebt sich meine Rendite-Risikothematik? Und das würden Sie simulieren. Sie werden es erraten, bevor Sie eine Kaufentscheidung für ein Finanzprodukt treffen. Also, das ist der Aspekt. Also von daher keine Anlagestrategie ohne Finanzplanung. Zeitlos. Die Finanzplanung bildet die Basis für die strategische Allokation, die Verteilung auf die Vermögensklassen. Dann schaue ich mir an, wie sind meine taktischen Bandbreiten. Das definiere ich natürlich vorher. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Je höher Ihr Vermögen, desto mehr Dimensionen haben Sie noch. Wenn Sie 1 Million Euro Vermögen haben, dann muss man sagen, ist die Vermögensteuer für Sie kein großes Thema. Wenn Sie 1 Million Vermögen haben und sind verheiratet, wird auch die Erbschaft- und Schenkungssteuer kein großes Thema für Sie sein. Wenn Sie 10 Millionen Euro Vermögen haben und Sie sind verheiratet mit einem Kind, dann ist vielleicht das Thema Erbschaftssteuer schon eine andere. Wenn Sie mehr Vermögen haben, muss man auch über andere steuerliche Verpackungen nachdenken. Die haben aber wieder Vorteile und Nachteile. Von daher hier auch noch das nochmal mitgebracht, sofern Ihr Vermögen ein bisschen größer ist, hat man auch nochmal verschiedene Aspekte, weil man liest momentan sehr viel zum Thema Familienstiftung, Liechtenstein und links und rechts und ähnliches. Also mit vielen Vehikeln muss man sagen, die sind sinnvoll, ab gewissen Vermögensgrößen. Aktuell muss man aber leider beobachten, dass mit der Angst der Menschen vor Steuern und Ähnlichem nicht nur seriöse Marktteilnehmer am Werk sind. Und da muss man eben sehr genau darauf achten, dass man da, wie soll ich sagen, sich nicht in schlechte wirtschaftliche Entscheidungen hinein drängen lässt. Von daher, das Ganze auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil Strukturen, die vielleicht ab 50 oder 80 oder 100 Millionen Vermögen durchaus ein Baustein sein können, die sehen wir aktuell auch, die werden Anlegern mit 1 Million oder 2 Millionen Euro Vermögen angeboten, weniger zum Nutzen des Anlegers, sondern eher zum Interesse des Anbieters dieser steuerlichen Strukturierung. Auch das wollte ich nochmal sagen, weil ich es aktuell sehr, sehr häufig wahrnehme. Ja, meine Damen und Herren, das soll es auch gewesen sein. Sie haben gemerkt, ich bin knapp über die 40 Minuten drüber gekommen. Das hätte man jetzt wirklich nicht erwarten können, wenn man mich kennt. Also in diesem Sinne, ich hoffe, Sie konnten einiges an Anregungen mitnehmen. Das war jetzt natürlich auch ein wilder Ritt, aber das Thema auch sehr vielfältig. Und ich hoffe, dass Sie Denkanstöße mitnehmen konnten, dass ich Sie sensibilisieren konnte, Ihre eigenen Prozesse zu hinterfragen oder auch die Qualität der Prozesse zu hinterfragen, die Sie mit Ihrem Sparringspartner, sei es der Ehepartner, sei es der Banker, sei es der Vermögensverwalter, vielleicht auch der Family Officer, die mal zu hinterfragen und sagen, was kann man vielleicht auch anders denken oder anders tun? Und warum ist vielleicht das, was zugegebenermaßen nicht ganz so spannend ist wie die neueste Diskussion über den geopolitischen Konflikt im Iran oder was auch immer? Ich hoffe, die Basis konnte ich Ihnen heute da mitgeben. Also, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Von daher, ich denke, nun eine gute Möglichkeit, Fragen zu stellen. Nutzen Sie da gerne die Funktion, die die
Software Ihnen bietet, dann können wir die gerne behandeln. Ansonsten, ja, darf ich mich bei Ihnen bedanken und würde Ihnen einen schönen Abend wünschen. Ja, meine Damen und Herren, keine Fragen im Chat, aber auch das kennt man, die kommen meistens eher im Nachhinein auf anderen Kanälen. Also in diesem Sinne darf ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, Inhalt und Sprechgeschwindigkeit waren für Sie passend. Wenn Sie ein, zwei Sachen mitgenommen haben, dann bin ich schon glücklich. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, bis bald und auf Wiedersehen.